Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game of Thrones Video. Nachdem es lange Zeit still war, was Neuigkeiten zum Prequel angeht, gibt es jetzt wieder welche. Das The Long Night Prequel, welches sich mit der Langen Nacht und dem Ersten Krieg gegen die Weißen Wanderer mehrere tausend Jahre vor der Handlung von Game of Thrones im Zeitalter der Helden beschäftigen sollte, wurde nun laut mehreren Medienberichten von HBO abgelehnt. Die Pilotfolge wurde schon in diesem Sommer abgedreht und die genauen Gründe, warum HBO mit diesem Prequel nicht zufrieden ist, sind nicht bekannt. Was aber bekannt ist, ist, dass es schon bei dem Dreh große Probleme gab, worauf dann die überdurchschnittlich lange Postproduktions-, also Schnittzeit folgte. Unter anderem sollten bei dem Prequel auch namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen wie Jamie Campbell-Bauer und Naomi Watts mitspielen, aber das hat sich wohl jetzt erledigt. Jane Goldman, die Showrunnerin der Serie, teilte den Darstellern die schlechte Nachricht per E-Mail mit. Trotzdem gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Denn eine neue Prequel-Serie wurde angekündigt, die den Namen Feuer und Blut tragen soll. Die Leitung übernehmen hier George R. R. Martin und Ryan Condal, der unter anderem für das Drehbuch von Rampage verantwortlich ist. Regie für die Pilotfolge soll Miguel Sapochnik übernehmen, der ja schon in der Hauptserie viele wichtige Folgen wie die Schlacht der Bastarde oder The Long Night inszenierte. Das Prequel soll George R. R. Martins Buch Feuer und Blut adaptieren, was bedeutet, dass es sich rund um die 300 Jahre andauernde Targaryen-Dynastie vor den Ereignissen von Game of Thrones drehen wird. Begonnen bei Aegons Eroberung bis hin zum Tanz der Drachen und dem Ende der Targaryen-Dynastie durch Roberts Rebellion. Es ist aber eigentlich auch nicht sicher, ob die Serie all diese Ereignisse und alle 17 Targaryen-Könige durchgehen wird. Das ist halt tatsächlich relativ unwahrscheinlich, denn dafür müsste es locker 20 Staffeln geben, es sei denn, man rusht die Geschichte einfach durch wie in Staffel 7 und 8. Aber das ist eben ein anderes Thema. Schon vor circa einem Jahr habe ich mein Video zu einem potenziellen Prequel gemacht, das sich mit dem Aufstieg und dem Untergang von Valyria und damit auch mit der Vorgeschichte der Targaryens beschäftigen könnte. Dieses Prequel aber wird, wenn es wirklich an das Buch Feuer und Blut angelehnt ist, dieses Thema nicht behandeln, aber das Video dazu habe ich euch einfach mal trotzdem in der Infobox verlinkt. Generell gibt es auch noch sehr wenige Infos zum Inhalt, weswegen man da auch nicht so früh Schlüsse ziehen sollte. Ich denke auf jeden Fall, dass diese neue Serie sehr interessant werden könnte und schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch ein paar Videos zu Aegons Eroberung und der Targaryen-Dynastie interessieren würden. Bis dahin warten wir einfach mal auf neue Infos und wenn es welche geben sollte, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Tja, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Game of Thrones Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!